Willkommen in der Nudelküche. Heute bereiten wir Spaghetti-Salat mit Rucola zu. Am Messbecher gibt es zwei Markierungen. Einmal fürs Ei und einmal fürs Wasser. Heute orientieren wir uns an der Markierung fürs Wasser. Wie bei der klassischen italienischen Pasta verwenden wir heute Hartweizengrieß und Wasser. Nach und nach wird jetzt das Wasser zugeben, bis der Teig eine streuselige Konsistenz hat. Der Teig hat die richtige Konsistenz, wenn er sich mit einer Hand zusammendrücken lässt und mit einer Hand auch wieder löst. Sollte der Teig zu nass geworden sein, verwenden Sie zum Nachmischen Mehl. Mehl ist feiner und bindet dadurch besser. Heute verwende ich die Spaghetti-Matrize Nummer 5, die ich vorab in warmes Wasser gelegt habe. Somit wird sie von Anfang an schneller und schöner ausgepresst. Die noch lauwarmen Spaghetti werden mariniert mit Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Tomaten, Feta-Käse, Rucola und gerösteten Pinienkernen. Und jetzt viel Spaß beim Nachkochen.